Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Service, Nachrichten und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Ihr seht, es ist relativ früh und recht kühl. 4 Grad haben wir. Heute werde ich den Jaguar I-Pace bezüglich Ladeleistung testen. Das heißt, der Akku, weil das Auto jetzt die ganze Nacht hier draußen gestanden hat, dürfte relativ kalt sein. Also muss ich ihn erstmal warm fahren. Insgesamt sind das direkt 150 Kilometer bis zum nächsten HPC, also High-Performance-Lader. Ich werde einen Umweg fahren, um den Akku eben halt entsprechend auch auf einen niedrigen State of Charge, also Akkufüllstand, zu bringen, um die maximale Ladeleistung zu bekommen und für euch und mich natürlich die gesamte Ladekurve aufzuzeichnen. Auf geht's, ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Gucken wir uns kurz die Strecke an. Ich bin hier über die A215 gefahren, habe dann hier so eine Schleife gedreht über die A7 und dann über die A7 nordwärts. Ich bin hier wirklich digital gefahren, denn was ich im Nachhinein herausgefunden habe, ist, dass der Akku vom I-Pace die optimale Ladeleistung zwischen 15 und 30 Grad Akku, also Zelltemperatur, hat. Zu dem damaligen Zeitpunkt wusste ich nur, dass er so um die 25 Grad warm sein sollte. Dementsprechend habe ich mir mal überlegt, was mache ich, welche Strecke kann ich fahren. Es war Samstag. Ich bin relativ früh losgefahren, um 8 Uhr, das hast du ja gleich oder gerade vielleicht gesehen. Und habe dann wirklich immer da, wo es irgendwie möglich und natürlich auch vom Verkehr her sicher war, bin ich Vollgas gefahren. Vollgas heißt angezeigte Höchstgeschwindigkeit 208 Kilometer pro Stunde laut Tacho. Du siehst ja hier die Tachoanzeige mitlaufen. Ich habe sie nur oben so klein eingeblendet, weil ich leider keine Kamera hatte, um den Tacho vollständig zu zeigen aufgrund der Fahrzeugarchitektur und dementsprechend einfach nur so ein kleines Bild für dich. Ich bin dann die A7 hochgebrettert und habe dann gesehen hier kurz nach Flensburg, kurz vor der dänischen Grenze, dass ich noch genug Energie im Akku habe, um noch eine Schleife zu drehen. Bin dann nochmal zurückgefahren, weil sie auch noch relativ leer war. Ich hatte auch auf der Gegenfahrbahn gesehen, dass es relativ leer ist und habe dann eine Schleife, ich glaube, von so um die 40 Kilometer gedreht, sodass ich dann möglichst im Eggeway in Abenrohr am HPC-Lader mit wenig Restreichweite ankommen sollte. Was ich über die Fahrt sagen kann, es war ja wirklich immer Zielgeschwindigkeit 200. Der I-Pace ist das bisher dynamischste Fahrzeug, was ich jetzt mit Ausnahme des P90D Ludicrous, den ich schon mal gefahren bin, also richtig ausgefahren bin, sagen kann. Also er fährt sehr dynamisch für ein Crossover, also eine Kombination aus Limousine, SUV, Kombi und so weiter. Und man kann ihn selbst auf der Autobahn bei diesem hohen Tempo One-Pedal-Feeling fahren. Also das heißt, die Rekuperation ist brutal. Die Rekuperation wird, die Leistung wird maximal mit 99 Kilowatt angezeigt, aber soweit ich weiß, ist sie höher, denn hier ist einfach die Anzeige zu Ende. Das heißt, wenn man mit 208 km laut Tacho ankommt und sieht, dass vor einem, ich sag mal, in angemessener Entfernung jemand ausschert, dann kann man einfach vom Gas gehen und dann wird das Auto auch entsprechend abgebremst. Und so habe ich auf diesen 200 Kilometern 9 Kilowattstunden wieder zurück rekuperiert. Also das heißt, über 10% der gesamten Strecke, also des gesamten Verbrauchs, wieder zurückrekuperiert. Und wenn du dich auskennst, weißt du, dass man normalerweise auf der Autobahn deutlich weniger zurückrekuperieren kann, weil man ja nicht so wie beim Stop-and-Go-Verkehr ständig beschleunigt und wieder abbremst und dabei Energie gewinnt. Also das war ein wirklich sehr angenehmes Fahrgefühl. Also auch bei den hohen Geschwindigkeiten hatte ich mit meinen 22 Zoll Winterreifen kein Problem, das Fahrzeug sicher in der Spur zu halten, sonst wäre ich auch gar nicht so schnell gefahren und konnte hier also auch die Leistung richtig gut auf die Straße bringen. Das hat richtig Freude gemacht. Hier hat der I-Pace seine Stärke, nämlich das dynamische Fahren, das Fahrwerk mit den adaptiven Dämpfern, mit dem Torque Vectoring, um dann auch in Kurven
die Räder abzubremsen, um leichter um die Kurve zu kommen, ausgespielt, sodass diese Fahrt richtig Freude gemacht hat. Ein Wermutstropfen gab es natürlich. Wir gucken uns gleich nochmal genau die Zahlen an, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, dann bin ich ja nur rund 200 Kilometer mit einer Akkuladung weit gekommen. Und ich muss dazu sagen, ab der Grenze ist es auch so, dass hier dann Tempolimit ist. Ich stand auch kurz vor der Grenze schon im Stau, also hier die letzten 2 Kilometer hatte ich Stau vor der Grenze und dann ist man halt 90, 110, kurz 130 und dann ist man auch schon in Appenrau und dementsprechend ist hier auf dem letzten Stück das dann auch relativ knapp geworden, also das Navigationssystem hat schon richtig Panik geschoben, mich versucht hier irgendwie von der Autobahn runterzubringen, weil es den HPC-Lader nicht kennt und die Kilometer dann doch recht gering nur noch vorhanden waren und ich bin dann so mit 9 Kilometer Restreichweite am HPC-Lader angekommen, wollte natürlich, wie gesagt, das Fahrzeug wirklich so weit wie irgend vertretbar gegen Null fahren und bin dann da um den HPC-Lader noch ein paar Runden gefahren, bis ich dann wirklich nur noch 2 Kilometer Restreichweite hatte und dann habe ich das Auto an den HPC-Lader angeschlossen. Ich war komplett alleine am HPC-Lader, war kein anderes Fahrzeug. Optimale Voraussetzungen, um die Ladung zu starten. Ich muss sagen, ich war richtig voller Adrenalin gepumpt. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, nur noch mit 2 Kilometer Restreichweite und bin dann immer so 1,5 Kilometer um den Lader rumgefahren. Denn das war ja nicht mein Auto. Ich kannte es nicht so gut, bin rund 2000 Kilometer vorher gefahren. Und dann irgendwie direkt vor dem Lader liegen zu bleiben, wäre richtig peinlich gewesen. Wie sah es vom Verbrauch aus? Der Verbrauch war natürlich wirklich heftig, denn wie gesagt, ich bin digital gefahren. Hier ging es nicht darum, einen Verbrauch zu ermitteln, sondern ich zeige Ihnen euch einfach, was hier sozusagen passiert ist. Also insgesamt bin ich 202,7 Kilometer gefahren und habe im Durchschnitt 36,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht und hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 102 Kilometer. Da sieht man also auch, selbst wenn man echt hardcore rast hier über weite Strecken, dass die Fahrgeschwindigkeit, die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit gar nicht so groß ist, wie man vielleicht denkt und dass es, wenn man jetzt konstant 130 gefahren wäre, vielleicht gar keinen so großen Unterschied gegeben hat. Wie gesagt, was bemerkenswert war, sind die 10,2 Kilowattstunden, die ich wieder zurückrekuperiert habe. Ansonsten wäre der Verbrauch hier jetzt über den Daumen gesprochen auch nochmal um 5 Kilowattstunden höher gewesen. Dann hätten wir jetzt hier bei 41 Kilowattstunden rund gelegen pro 100 Kilometer. Da sieht man also, was eine gute Rekuperation entsprechend ausrichten kann. Ich hatte dann auch Glück, dass nach der kurzen typischen Wartezeit, wo Auto und Säule miteinander kommunizieren und geprüft wird, ob man laden darf oder nicht, die Ladung gestartet hat. Gucken wir uns mal kurz das Display an. Oben rechts siehst du den State of Charge. Bei 1% habe ich gestartet. Dann siehst du unter Ladevorgang wird durchgeführt. Links die Ladezeit, dann rechts die bereitgestellte Energie und ganz groß im Kreis auch nochmal den State of Charge. Unten links siehst du die Spannung mit Volt. In der Mitte ist der Strom mit Ampere angegeben. Das ist besonders wichtig. Darauf solltest du jetzt gleich mal achten, denn hierüber regelt der iPace seine Ladeleistung und die Ladeleistung an sich. Das ist sozusagen das Ergebnis aus Spannung mal Strom. Das sind dann die sogenannten kW. Hier in dem Fall starten wir oder kommen wir auf fast 100 kW. Aber sobald dann eben der Strom reduziert wird auf zum Beispiel 199 Ampere, sinkt die Ladeleistung auch deutlich. Wie du hier sehen kannst, hat es keine 3 Minuten gedauert und 4,7 Kilowattstunden geladene Energie, bis die Ladeleistung hier auf die 199 Ampere reduziert wird. Ich weiß nicht hundertprozentig, woran das liegt. Das kann auch der Fachmann dir immer nur im Einzelfall beantworten, die Frage, denn es gibt sehr viele verschiedene Faktoren, die hier reinspielen. Das ist zum Beispiel natürlich, ob andere Lade
Säulen belegt sind, also du nicht alleine an der Ladestation bist. Das ist die Akkutemperatur. Ist der Akku zu heiß oder zu kalt, dann kann er nicht so viel Energie aufnehmen und dann wird aus Sicherheitsgründen die Ladeleistung, also die Stromzufuhr sozusagen hier in dem Fall reduziert und dann quasi mit einem, ich sag mal, Sicherheitsprogramm geladen. Es kann auch daran liegen, dass die Software nicht richtig zwischen Ladesäule und Auto kommuniziert und, und. Also das heißt, mir ist es auch nicht gelungen, ich habe ja nicht nur einmal an der Ladestation hier geladen, also das ist eine Porsche-Ladestation, HPC-Lader, der auch die technischen Voraussetzungen hat, dass man hier wirklich mit 450 Volt laden kann und dementsprechend dann auch die 175 kW beim 400-Volt-System bekommt oder eben halt der Porsche Taycan und andere mit dem 800-Volt-System auch die 350 kW. Also das ist eben halt auch ein Punkt, die Ladesäule muss die Hardware auch vorhalten. Mir ist es aber auf der ganzen Strecke, die ich mit dem iPace gefahren bin, nicht gelungen, die Ladeleistung, so wie es eigentlich sein müsste im optimalen Fall, von 0 bis 60% bei 100 kW zu halten. Hier in diesem Video siehst du die Ladekurve, wo noch am längsten mit 100 kW geladen worden ist. Bei den anderen Tests, die ich gemacht habe, auf der Langstrecke zum Beispiel, ist das teilweise noch viel schneller nach wenigen kW oder wenigen Minuten oder teilweise auch unter einer Minute wieder zurückgefallen auf die 199 Ampere und dementsprechend maximale Ladeleistung dann nachher so um die 83, 84 kW. Dazu muss man sagen, dass Jaguar hier auch im Vergleich zum Beispiel zu Tesla einen wesentlichen Nachteil hat. Der gilt nicht nur für Jaguar, sondern für alle anderen Automobilhersteller auch, also sei es VW, Audi, Porsche etc. Sie betreuen, verwalten oder gestalten nicht die Ladeinfrastruktur und das Auto gleichzeitig. Das heißt, bei Tesla kommt beides aus einer Hand, die Ladeinfrastruktur und das Fahrzeug, also die Software für das Batterie-Management-System. Deswegen kann man beides wunderbar aufeinander abstimmen. Die Protokolle, die dort laufen, verstehen sich zu 100%. Bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur muss man sich das vorstellen, dass da, ich sag mal, Hochdeutsch gesprochen wird. Und wenn dann irgendwie, ich bediene jetzt mal ein Klischee, der BMW in seinem bayerischen Dialekt dort ankommt, wird er vielleicht von der hochdeutsch sprechenden Säule nicht ganz verstanden. Dann kommt es zu längeren Überlegungszeiten, die führen dann dazu, dass irgendwelche Mindestwartezeiten oder maximale Wartezeiten überschritten werden und dann der Ladevorgang nicht stattfindet oder abgebrochen wird. Also das ist alles nicht so einfach, obwohl es eigentlich eine einheitliche Sprache geben sollte, ist diese eben halt doch nicht so einheitlich und deswegen gibt es eben halt auch häufig, gerade wenn das Auto neu ist und der Ladesäulenbetreiber oder der Ladelösungsanbieter noch nicht das Auto kennen, Probleme, bis eben halt ein Software-Update auf der Säule ist oder im Auto, um die Kommunikation zu ermöglichen. Gucken wir uns die Ladekurve jetzt nochmal im Detail an. Ich habe mir die Mühe gemacht und hier so weit wie möglich alle Minute die jeweilige Ladekurve aufgezeichnet, also sprich den State of Charge, die Strom- und Spannungsstärke und die daraus resultierende Ladeleistung. Wie man ganz deutlich sieht, lädt der Jaguar sehr schnell, mit sehr hoher Ladeleistung. Das ist zum Beispiel auch ein großer Vorteil beim Laden am Triple Charger mit 50 kW. Das nur mal so als kleiner Exkurs, denn die Spannung vom Akku ist schon relativ hoch. Also mit 369 Volt ist er bei 1% State of Charge sehr hoch. So hoch nur mal als Beispiel kommt mein Tesla S75 überhaupt nicht. Und was bedeutet das beim Triple Charger? Du musst ja immer Volt mal Ampere multiplizieren, um die Ladeleistung zu erhalten. Und je nach Triple Charger hast du mindestens 120 Ampere
in der Regel am CCS-Lader 125 Ampere. Und das bedeutet, du kannst quasi nahezu von 0 an mit 49 kW Ladeleistung laden, während ich bei meinem Tesla irgendwie mit Ende 30 kW loslege, je nachdem, wie leer ich dort ankomme. Und das ist natürlich ein Nachteil, weil es dann relativ lange dauert, bis du die volle Ladeleistung hast. Das heißt also, selbst wenn du hier mit einem State of Charge von 7% ankommst, hast du von Anfang an am Triple Charger volle Ladeleistung 49 kW. Hier sind wir jetzt aber am Schnelllader, da kriegen wir 250 Ampere. Das heißt also, relativ schnell geht die Ladeleistung auf 99 bzw. 98 kW hoch und ganz knapp ist hier auch mal bei 100 gewesen. Aber dann bricht die Ladeleistung hier ganz deutlich runter. Man sieht das hier, hier wird gnadenlos abgeriegelt und dann bleiben wir bei den 200 Ampere bzw. dann mit der steigenden Spannung bei einer Ladeleistung von knapp 80 bis in der Spitze 83,6 kW. Und das ist natürlich auch deutlich zu spüren. Die Werbeaussage von Jaguar ist ja, die habe ich auch letzte Woche noch im Autohaus gesehen, dass man innerhalb von 40 Minuten von 0 auf 80% laden kann. Wenn wir uns das hier angucken, 40 Minuten geladen, sind wir bei 64% State of Charge, obwohl wir, nun gut, das ist auch wirklich kein großer Unterschied, mit 1% angefangen haben zu laden. Wenn du auf 80% laden willst, brauchst du gut 53 Minuten. Da ich jede Minute hier aufgezeichnet habe, steht das hier bei 54 Minuten. Das heißt, du brauchst also fast eine Viertelstunde länger als versprochen bei einer Ladung auf 80%. Warum 80% sinnvoll sind, siehst du hier auch ganz gut an der Ladekurve. Ich persönlich würde dir empfehlen, wenn du auf der Langstrecke schnell vorankommen willst und die Möglichkeit hast, dass du nur so bis 48% State of Charge lädst, denn ab dann geht die Ladeleistung runter unter die Höchstspitze von 83,6 kW. Also sagen wir mal so, bis 50-51% kannst du hier noch laden und dann geht es eben halt runter, also State of Charge. Mit der halben Akku-Reichweite musst du natürlich dann zum nächsten HPC-Lader kommen, denn in dem Bereich wirst du am schnellsten laden. In der Praxis solltest du, das ist meine Erfahrung aus dem Langstreckentest, ich bin über 1300 Kilometer Langstrecke gefahren, habe an 5 verschiedenen HPC-Ladern geladen. Du solltest nur mit den 80 kW Ladeleistung rechnen. Die 100, siehst du hier, sind ganz knapp. Im Normalbetrieb würde ich nicht an die Säule fahren, hier mit 1% State of Charge. Es ist auch so, bis zum State of Charge von 60% sollst du die hohe Ladeleistung haben. Es kann also auch sein, dass du, wenn du mit einem höheren State of Charge, aber mit der optimalen Akkutemperatur und alles andere perfekt ist, dass du dann hier eben auch die hohe Ladeleistung hast. Aber nichtsdestotrotz, rechne hier mit 80 kW und dann musst du sozusagen mit 50% State of Charge zum nächsten HPC-Lader kommen. Das ist, je nachdem wie du fährst, gerade so machbar oder eben halt auch nicht. Wenn du dann länger laden musst, weil du immer eine größere Reichweite brauchst, dann würde ich dir empfehlen, so bis 80% zu laden. Hier ist nochmal ein Strich oder ein Schnitt zu sehen, denn hier lädst du jetzt am HPC-Lader langsamer, also nur noch so schnell wie an Triple Charger mit 50 kW, denn hier lädst du jetzt unter 50 kW. Und je nachdem, welchen Anbieter du hast, kann es sein, dass der HPC-Lader eben halt teurer ist pro Kilowattstunde als der Triple Charger. Und deswegen solltest du also möglichst dann hier mit 80% State of Charge weiterfahren. Und da kommst du auf jeden Fall zum nächsten HPC-Lader, beziehungsweise hängt natürlich von der Strecke ab. Na, aber da hast du dann die entsprechende Reichweite. Ja, ich habe da natürlich gedacht, na gut, die Ladekurve hat sich jetzt nicht so deutlich verbessert mit der Seriensoftware, der aktuellsten Software, die ich drauf hatte im Vergleich zur Vorserien-Software. Gibt es vielleicht noch andere Unterschiede? Und tatsächlich ist es so, insgesamt hat sich trotz der 7%, die ich hier mit 100 kW geladen habe, die Ladezeit an sich nicht verändert. Das liegt unter anderem daran, dass also auch hier bereits die Ladekurve flacher ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Momentaufnahme ist oder ob das vom Batteriemanagementsystem insgesamt jetzt so verändert
behandelt wird. Auf jeden Fall war die Ladeleistung in der Vorserien-Software in dem Bereich, im unteren Bereich, wenn nicht mehr die 200 Ampere verarbeitet werden können, höher. Und das ist natürlich nicht gut, dass sowohl am unteren Ende hier reduziert wird und am oberen Ende nicht zusätzlich noch mehr Ladeleistung zur Verfügung steht. Ich kann hier Jaguar nur empfehlen, dass sie weiter dran arbeiten, analysieren, woran es liegt. Ich habe die ganzen Daten auch an Jaguar weitergegeben. Für Jaguar ist es wichtig, dass es mit dem Ladesäulenbetreiber spricht, möglichst viele Ladekurven auswertet, um zu sehen, woran es liegt. Am besten auch noch das mit den Fahrzeugdaten abgleicht, sodass möglichst viele Variablen hier auch dann bekannt sind und die Ladeleistung verändert werden kann. Wie man auf jeden Fall sieht im Vergleich zur Vorserien-Software, ist hier nichts in Stein gemeißelt. Man muss hier Jaguar auch einfach zugutehalten. Sie sind, was die Elektromobilität angeht, ein junges Unternehmen. Das ist das erste Elektroauto und auch Tesla hat am Anfang erst konservativ die Batteriemanagement oder sonstige Einstellungen gehabt und dann mit der Zeit, als sie gesehen haben, dass der Akku, dass der Motor, was auch immer, mehr ab kann, als sie eingeschätzt haben, die Parameter erhöht. Also insofern können wir hoffen, dass Jaguar hier die Ladekurve dann auch noch unanfälliger macht gegen äußere Einflüsse, also sprich die Parameter einfach weiter setzt, dass dann zum Beispiel auch noch mit 35 Grad Akkutemperatur ordentlich geladen wird mit voller Ladeleistung oder dass die Lüftung dafür sorgt, dass wenn man zu einer Ladestation fährt und sie im Navigationssystem hat, schon die optimale Akkutemperatur schneller eingestellt wird, wenn er zu kalt ist, aufgewärmt wird, wenn er zu heiß ist, runtergekühlt wird, denn dadurch kann man einiges bewegen. Ja, soweit zu meiner aktuellsten Erfahrung mit dem Jaguar I-Pace am Ultraschnelllader. Leider ist das Ergebnis nicht so gut ausgefallen, wie ich mir das gewünscht habe. Also ich hatte erwartet, dass ich doch über einen längeren Zeitraum die 100 kW Ladeleistung sehe und somit dann doch eher in die 40 Minuten von 0 auf 80 Richtung komme. Das ist leider nicht der Fall. Es besteht aber Hoffnung, dass das in Zukunft noch kommen könnte. Versprechen kann man es nicht. Wenn man heute das Auto kauft, muss man einfach damit rechnen, dass er gut 80 kW Ladeleistung hat und alles, was man zusätzlich bekommt, darüber kann man sich dann freuen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du Kommentare hast, schreib sie gerne unter das Video, genauso wie Fragen, Korrekturen, Anmerkungen. Ich freue mich immer darüber, wenn wir uns gemeinsam austauschen. Wenn du den Kanal unterstützen willst, kannst du das ganz einfach machen. Hier oben rechts wird gleich ein Abo-Button im Point of Interest eingeblendet. Dort klick einfach drauf. Dann ist noch wichtig, die Benachrichtigung einzustellen und dann kriegst du die Informationen, wenn ich ein neues Video oben habe. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.